Belgische Ermittler haben möglicherweise ein Versteck des flüchtigen Paris-Attentäters Salah Abdeslam entdeckt. Bei der Durchsuchung einer Wohnung im Brüsseler Stadtteil Schaarbeek seien Fingerabdrücke des Verdächtigen gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zudem sei in dem unter falschem Namen angemieteten Apartment Sprengstoff sichergestellt worden, der möglicherweise auch bei den Anschlägen in Paris verwendet worden sei. Die Wohnung sei bereits am 10. Dezember durchsucht worden. Dort habe möglicherweise auch eine Person gewohnt, die sich im Zusammenhang mit den Anschlägen in Polizeigewahrsam befindet. Nach den Anschlägen von Paris mit 130 Toten führen viele Spuren nach Belgien. Mindestens zwei der Attentäter wohnten im Brüsseler Stadtteil Molenbeek, der bereits häufiger in Verbindung mit Islamisten gebracht wurde. Der in Brüssel geborene Hauptverdächtige Abdeslam wird weiter gesucht.